In ganz Deutschland sind heute wieder Millionen Geradedenker zu Hause geblieben. Die Behörden gehen davon aus, dass sie aus allen Teilen der Gesellschaft kommen. Viele von ihnen sollen sogar Verbindungen in die demokratische Szene haben. Sie bringen sogar ihre Kinder mit zum Protest. Geradedenkerfamilie Schmied. Zurück bei die 10 pragmatischsten Corona-Regeln-Befolger Deutschlands. Unser Platz 1. Ingrid Köhler aus Eckernförde. Ich habe meine Kontakte reduziert, trage Maske und lasse mich regelmäßig testen. Kann ich meine Oma noch grüßen? Ja, ich stehe hier mittendrin in dem, was diese Menschen als Spaziergang bezeichnen. Ich frage einfach mal Sie, wofür demonstrieren Sie hier? Ich demonstriere? Nee, ich gehe spazieren. Ja, aber wofür? Ja, ich sitze den ganzen Tag im blöden Homeoffice. Und die Spaziergänger demonstrieren also gegen die Homeoffice-Regelung. Ihr Protest ist friedlich. Noch. Wir wollen wieder über Corona reden und sind auf seine Meinung gespannt. Über ihn hat ein attraktiver Talkshow-Moderator mal gesagt, Richard David Precht ist heute bei uns. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ich habe gar keine Ahnung, warum ich hier sitze. Ich bin Philosoph und kein Virologe, kein Plan von Pandemie, aber ich könnte verraten, wie ich meine wunderschönen Haare pflege. Genau dieser Spaziergang ist mittlerweile in der Innenstadt angekommen. Wollen Sie mir jetzt sagen, wofür Sie hier demonstrieren? Sagen Sie mal, verfolgen Sie mich? Ich habe hier Erstaunliches entdeckt. Diese Menschen haben sich professionell in WhatsApp-Gruppen organisiert. Hoch hier. Dort rufen sie täglich zum Impfen auf. Und sie schicken sogar freie Booster-Termine rum. Wollt ihr 3G? Nein! Wollt ihr 2G? Nein! Was wollt ihr denn? 2G los! 2G los! 2G! Wir sind jetzt an diesem Wohnhaus angekommen. Einer der Spaziergänger ist gerade hier eingedrungen. Wahrscheinlich wohnt hier ein Politiker, dem er nun die Meinung sagen will. Ich spinne, gehen Sie sofort von meinem Grundstück runter. Gerade gegenüber uns Medienvertretern wird der Ton schnell rau. So. Jetzt reicht's mir hier. Willi! Pass! So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.